So Leute, heute willkommen zum zweiten Video für heute und so. Wie ihr seht, bin ich gerade auf dem Bauserver drauf von uns. Denn die Sache ist, ich brauche mal wieder eure Hilfe. Die Sache ist ja, ihr wisst ja, ich hatte das Bauevent am Laufen und wir haben echt viele gute Architekten rausgesungen. Das Problem ist einfach nur, dass mittlerweile die Sachen, die wir hier bauen, so Ausmaß ausgenommen hat, dass es uns nicht mehr reicht. Das heißt, dass wir ja wieder neue Architekten suchen. Und wie machen wir das? Also erstmal zwei Sachen. Wir hatten ja früher VIP-Gewinner auch noch. Und ja, die Sache ist einfach, die anschreiben. Ja, wieso dann? Im Endeffekt wollen wir ja, dass auch noch so unser Stil beibehalten wird, weil oft waren die ja auch nicht unserem Stil entsprechend. Die Sache ist einfach, die früher beim Bau-Event mitgemacht haben und auch schon mal recht groß waren, die können sich im Forum natürlich bewerben und direkt dazu schreiben. Die werden natürlich dann, ja, natürlich nochmal mehr bevorzugt quasi. Da wird nochmal genauer gesehen. Aber auf alle anderen, die dann beim Bau-Event nicht konnten oder eine zweite Chance wollen, wir suchen wieder Architekten. Das wird aber nicht über ein Bau-Event laufen, weil wir dazu keine Zeit haben. Denn es wird nämlich wieder übers Forum gehen. Das heißt, dass ihr euch dort bewerben könnt. Wichtig ist sofort. Das meine ich jetzt, meine ich nicht als beleidigend oder sowas. Bitte seid realistisch. Wie gut baut ihr oder wie gut baut ihr nicht? Ja, zum Beispiel, wenn man sowas hier, das ist natürlich noch nicht ausgefüllt, aber guckt euch mal, das ist halt noch unfair. Ich möchte euch nicht andere Sachen zeigen, weil die ja noch, ja, und nicht veröffentlicht werden dürfen. Zum Beispiel in diesem Stil bauen wir gerade hier was. Auf jeden Fall, ihr müsst schon recht gut bauen können. Also seid ja realistisch für euch selber. Und ja, deswegen, ihr macht uns dann nur unnötige Arbeit. Und ja, direkt ist jede Bewerbung bei Architekten und sowas, weil wir selber nicht viel Zeit haben, braucht ihr sie diesmal nicht auf Englisch machen. Das heißt, auch deutsche Bewerbungen gehen, aber mit Bildern dazu. Wenn, das sage ich euch direkt, das hat letztes Mal gut geklappt, das hatten wir keinen einzigen sogar dabei. Wenn jemand gefakte Bilder aus dem Internet, wir können ja über die Google-Funktion Bilder suchen. Wenn jemand aber gefakte Bilder sonst reinstellt, wir haben ja die IP übers Forum, der wird da im Forum gebannt, der wird auf dem Teamspeak gebannt und der wird auf dem Server für immer gebannt. Das meinen wir ganz ernst, weil, ja, wie ihr seht, wir brauchen trotzdem, und das wäre halt wichtig, wenn da ordentlich macht. Deswegen, keine gefakten Bilder, zeigt ehrlich, was ihr gebaut habt und, ja. Ja, also auf jeden Fall, das war's eigentlich, bewerbt euch einfach dort mit ein paar Bildern dazu. Diesmal muss es auch gar kein so Wall of Text sein, sondern einfach ein paar Bilder dazu, aber die müssen, muss sein, sonst werden die direkt gelöscht. Und ja, dann könnt ihr noch hier komplett mitwirken. Wir suchen noch so circa wieder, ja, 3, 4, 5 aktive neue Architekten. Gerade jetzt, wo Ferien noch sind, wäre das recht gut. Und ja, dann würde ich einfach mal sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Wie gesagt, Link unten in der Beschreibung zum Forum und tschüss.